ihr Lieben, heute soll es um Intelligenzspielzeuge gehen. Ich dachte, ich zeige euch einfach mal, welche wir so besitzen und wie die so zu lösen sind. Und dann möchte ich euch kurz zeigen, wie die Julie die so löst. Das ist das sogenannte Dog Brick. Ist einfach erklärt. Man befüllt beide Seiten mit Leckerlis und der Hund muss dann die Platten mit der Pfote oder mit der Schnauze verschieben. Man kann es schwerer machen, indem man hier noch einen Holzklotz in die Mitte stellt, sodass der Hund erst den Holzklotz rausnehmen muss und dann die Platten verschieben kann. Als nächstes haben wir die Pokerbox. Die hat vier Kästen und diese vier Kästen sind jeweils unterschiedlich zu öffnen. Hier oben muss der Hund mit der Schnauze den Deckel anheben. Hier muss der Hund den Deckel abziehen, hier nach oben heben, mit Hilfe der Schlaufe und hier rausziehen. In der Beschreibung der Pokerbox ist eine Anleitung und da ist beschrieben, wie man das mit dem Hund am besten trainiert. Und zwar steht da, dass man jede einzelne Box oder Öffnungsweise separat trainiert, also mit einer anfängt und dann zur nächsten geht. Auch hier kann man gut mit dem Klicker trainieren. Der eignet sich also auch sehr gut dafür. Dann haben wir die Pokerbox 2. Auch hier gibt es wieder vier verschiedene Elemente mit fünf Arten an das Leckerli zu kommen. Hier muss der Hund mit der Pfote oder auch mit der Schnauze diese Taste betätigen und dann kommen die Leckerlis raus. Hier muss er mit der Schnauze den Hebel betätigen, um die Klappe zu öffnen. Hier zieht der Hund wieder an der Lasche und damit geht das Kästchen auf. Hier ist so eine Kugel, die man nach vorne ziehen kann. Und damit kommen dann die Leckerlis hier an der Öffnung raus. Und auf der Seite seht ihr das, da muss auch gezogen werden. Und dann fallen die Leckerlis hier unten raus. Das ist das Flipboard. Hier muss der Hund die Platten zur Seite schieben. Mit Hilfe des Hebels das öffnen und diese Klötze hier anheben, rausheben. Also wie ihr gesehen habt, hat die Julie das natürlich nicht zum ersten Mal gemacht. Wir haben am Anfang ein bisschen gebraucht, bis sie so rausgekriegt hat, wie das funktioniert. Jetzt kann sie das ganz gut, denke ich. Es macht ihr aber trotzdem noch Spaß und als Beschäftigung auf alle Fälle gut geeignet, meiner Meinung nach. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und falls ihr denkt, dass die Julie das gut gemacht hat, dann gebt ihr doch einen Daumen hoch. Ansonsten gerne Fragen, entweder zu den Intelligenzspielzeugen oder auch allgemeine Fragen oder Anregungen für kommende Videos in die Kommentare posten, bitte. Wenn ihr mich abonniert, würde ich mich sehr freuen und ich denke, wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss!